Jens Hertel, Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, also erstmal Glückwunsch an Cristiano und an seine Mannschaft. Ich glaube, unterm Strich, da brauchen wir nicht drum herum reden, war das ein verdienter Sieg für den KSC. Ja, sie haben natürlich diesen Schuss dann eben auch gebraucht. Ich glaube, bis dahin, bis zu dem 1-0 waren wir eigentlich ganz gut im Spiel, haben eigentlich wenig zugelassen, hatten selber immer mal so eine Situation, die wir hätten auch besser ausspielen können. Aber mit dem Tor hat sich das Spiel ein Stück weit verändert. Wir mussten ein bisschen mehr rausrücken und KSC hat dann halt die Räume eben doch gut bespielt. Trotzdem gab es immer noch mal die eine oder andere Möglichkeit, aber der KSC hat ab dem Zeitpunkt eigentlich auch die klareren Chancen gehabt. Und dann machen wir natürlich noch so einen einfachen Fehler im Ballverlust, im Spielaufbau. Und dann steht es 2-0, dann war es natürlich schwierig. Wir haben dann nochmal alles probiert, in der Halbzeit umzustellen, frisches Personal nochmal reinzubringen. Ich glaube, die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war auch gut. Da waren wir nochmal so ein bisschen drin, bis sich der KSC eben doch wieder ein Stück weit auf uns eingestellt hatte. Und dann ja, hätten sie eigentlich das dritte Tor machen können. Wir hatten auch die eine andere Halbsituation, um vielleicht nochmal den Anschluss zu machen. Dann wäre es vielleicht nochmal ein anderes Spiel geworden. Aber unterm Strich muss man sagen, hat der KSC die klaren Chancen gehabt und geht hier völlig verdient als Sieger vom Platz. Auch wenn dann wir alle wissen, dass wenn wir so ein Tor machen, dann ist es komplett auch nochmal ein anderes Spiel wird. Aber dafür waren wir heute nicht gut genug und deswegen haben wir es verloren. Vielen Dank. Eiche, wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, Jens, zunächst mal Dankeschön für deine Glückwünsche, die ich ein, zwei Container weitergeben kann. Ich glaube, die Mannschaft hat heute einen sehr reifen, erwachsenen Eindruck hinterlassen bei mir zunächst mal, weil ja, mein Container schon großen Respekt hatte vor dem Gegner, der letzte Woche eine richtig gute Mannschaft mit St. Pauli und auch die Wochen davor durch ihre sehr, sehr unbequeme Art, durch ihr tiefes Verteidigen, kaum Räume, die sie anbieten. Und Jens hat es angesprochen, du brauchst dann so einen Öffner, um Hansa oder die Spieler ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ich war dennoch sehr, sehr einverstanden von Beginn des Spiels, weil die Jungs sich an das gehalten haben, was wir ihnen mitgegeben hatten, geduldig zu spielen, in Ballbesitz zu bleiben, die Angriffe gut vorzubereiten. Wir hatten nicht die zwingenden Chancen. Ich war dennoch aber sehr einverstanden aufgrund der beschriebenen Verhaltensmuster der Mannschaft. Und momentan ist es dann schon so, dass du draußen ein Gefühl hast, dass wenn die Jungs dranbleiben, dass sie sich irgendwann dafür belohnen. Und es freut mich an der Stelle dann auch für Pippo Heise, der jetzt sehr daran geschraubt hat, die letzten Spiele, um sich endlich auch mal zu belohnen. Weil mit diesem Fuß musst du normalerweise 4-5 Tore am Ende der Runde auf der Habenseite haben. Sehr, sehr wichtig und sehr gut war dann aber auch, dass die Jungs dran geblieben sind, immer wieder Stress auf die erste Linie des Gegners verursacht haben, was die beiden Stürmer da vorne und das Mittelfeld dahinter dann weggearbeitet haben, à la Bonheur. Und was durchkam, hat die letzte Linie inklusive Torwart dann immer wieder hochkonzentriert wegverteidigt. Dennoch hat Jens vollkommen recht. Durch eine Kleinigkeit kann so ein Spiel immer wieder kippen, sei es durch eine der Einwürfe von Malone, die immer wieder brandgefährlich sind, wo immer mal wieder einer runterfallen kann und du so ein dreckiges Tor fängst. Und dann können die Dinge relativ schnell kippen. Sehr, sehr unzufrieden war ich, muss ich auch sagen, mit dem Start in die zweite Halbzeit, was das technische Verhalten der Mannschaft anbelangt. Wir hatten, glaube ich, die ersten 3, 4, 5 Minuten, wenn wir den Ball sauber gestoppt bekommen hätten, beziehungsweise an dem letzten Drittel dann auch waren, haben wir schlechte Bälle gespielt, die Bälle leicht hergegeben. Und das, was Jens dann auch gesagt hat, der Gegner ein bisschen umgestellt, Personal drin, du bist ein bisschen unsauber. Man kommt schon so ein bisschen Unruhe auf, aber nachdem die Jungs sich da dann wieder gefangen hatten, ging es eigentlich wieder aus meiner Sicht in eine Richtung. Und was ich der Mannschaft eigentlich am meisten vorwerfen muss, dass man immer wieder noch zittern muss, dass nicht so ein Ding mal reingeht. Ohne dass da die großen Chancen aus meiner Sicht da waren, aber du musst vorher den Deckel drauf machen. In Summe, glaube ich, ein verdienter Sieg. Ich glaube, man spürt der Mannschaft momentan an, dass es ihr großen Spaß macht, zusammen zu sein, großen Spaß macht, die Kugel out zu haben und Fußball zu spielen. Aber das Entscheidende ist, dass sie auch bereit ist zu arbeiten. Und dann kommen die anderen Dinge dann durch die Ballsicherheit der Spieler momentan von alleine. Ja, das ist ein Moment, der uns sehr, sehr gut tut, weil wir wissen, dass es in der Liga auch mal andersrum sein kann. Und deswegen werden wir weiter sehr, sehr fleißig sein und freuen uns auf die nächsten Tage. Jens, euch alles Gute, ein guter Nachhauseweg und wir werden uns bald wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank, dann sind wir bei den Fragen aus der Runde. So es dann welche gibt, gerne Handzeichen. René Dankert startet.
Christian, Glückwunsch. Du hast eben die Bedeutung von dem ersten Tor angesprochen. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig. Kurz davor sieht man dich mit Philipp Heiser an der Außenlinie im Austausch. Im nächsten Moment liegt die Kugel im Tor. Hatte das miteinander zu tun? Hast du dem irgendwas mitgegeben? Oder war das eher eine taktische Ansage? Nein, also ich habe ihm sicherlich nicht gesagt, dass er schießen soll, weil das wäre jetzt keine neue Information an ihn, sondern mir hat die Höhe seines Angriffsspiels nicht gefallen, hört sich negativ an, aber war nicht optimal genug, weil er nicht so hoch stand, dass er an dieser Mittelfeldreihe schon vorbei war, und dadurch war es eher eine taktische Ansage. Aber ja, nochmal, alle anderen Dinge sind momentan bei ihm absolut in Ordnung, und deswegen kriegt er ab und zu auch mal ein Lob von mir. Gibt es weitere Fragen? Peter Putzinger. Eiche, der Nebel spielt ja eigentlich auf einer Position, die ihm nicht so angestammt ist. Wie siehst du seine Leistung heute? Nochmal der Anfang. Paul Nebel spielt jetzt auf einer Position, die er eigentlich nicht immer begleitet hat oder selten. Wie schätzt du den jetzt heute ein? Ja, da muss ich korrigierend eingreifen. Das ist eigentlich die absolute Optimalposition von Paul Nebel. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben falsch verpflichtet, aber wer sich daran erinnert, wir wollten ja einen variablen Offensivspieler, der verschiedene Positionen spielen kann. Und nochmal, das habe ich schon ein paar Mal betont die letzten Wochen, der Fußball ist nicht immer planbar, bis zu einem gewissen Maße. Wenn mir jetzt jemand vor 3-4 Wochen, ich habe das dem einen oder anderen Kollegen schon mal gesagt, dass wir jetzt 4-4-2 Raute momentan spielen, dann wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt auf Glaubwürdigkeit in meinem Container zurückgefallen. Aber das zeigt nur, dass die Leistung, die Paul angeboten hat im Training und in seinen Wechselungen oder Einwechslungen, dazu geführt haben, dass wir gezwungen waren, positiv gezwungen waren, ihn aufzustellen. Und dann macht es auch total Sinn, ihn im Optimalfall auf seine beste Position zu stellen. Und so entwickelt sich dann so eine Mannschaft von der Formation her. Aber es gibt ein paar interessante Jungs, die jetzt momentan einfach auch zu kurz kommen, und damit die Leistung der Mannschaft auf dem Feld, das ist ein alter Satz, die hat sehr, sehr viel mit der Woche im Training zu tun, und da werden wir weiter sehr, sehr wachsam bleiben, dass die Jungs, die momentan drin sind, auch Schärfe behalten, weil dahinter wieder einige auf ihre Möglichkeiten. Anschlussfrage nochmal und dann René, danke. Ich habe seine Leistung heute, da hast du noch nichts dazu gesagt. Die war ähnlich wie die letzten Spiele auch. Er ist ein extrem fleißiger Spieler, ein total spielintelligenter Spieler, der vieles von dem vereint, was der professionelle Fußball heutzutage im Offensivbereich benötigt. Er läuft extrem viel, er sprintet dazu noch. Normalerweise hast du entweder das eine oder das andere. Er vereint beides, und er ist torgefährlich, plus er ist ein richtiger giftiger Spieler, der Bälle erobert, der unangenehm ist für den Gegner, der so eine Nische, glaube ich, im Zweikampfverhalten für sich gefunden hat, die dann zeigt, dass er trotz seiner vielleicht nicht der größten Robustheit trotzdem sich gegen so drei letzten Linienspieler mit Fröde, Malone und Rosbach durchaus behaupten kann. Ich glaube, Christian, der Stefan Ambrosius hat seinen guten Einstand von letzter Woche heute bestätigt. Jetzt hat er das Spiel gegen den HSV vor Augen. Gibt es denn da Einschränkungen? Kann er spielen? Ist er vertraglich oder ist er vertraglich für dieses Spiel nicht einsetzbar? Also ich hoffe, Olli wartet noch mit einer Überraschung auf mich die nächsten Tage. Bisher habe ich es nicht gehört. Ich schätze aber den HSV auch nicht so ein, inklusive Tim, dass er da irgendein Veto eingelegt hat. Von dem her soll sich Stefan freuen auf dieses Spiel gegen seine alten Kollegen in seinem alten Stadion. Und ich glaube, er hat heute einen großen Schritt nochmal nach vorne gemacht im Vergleich zu letzter Woche. Auch wenn alle mit ihm zufrieden waren letzte Woche, sind das so kleine Details, wo es total für mich eine total runde Geschichte war, zusammen mit Marcel Franke. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich. Keine Hände mehr, dann vielen Dank für die Teilnahme. Guten Heimweg an unsere Gäste. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.